Grüß euch, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wissenschätze. Wir melden uns nach einer Pause wieder zurück und heute drehen wir gleich die ganz großen Räder. Ich war sehr überrascht und auch zugleich sehr erfreut, als im Januar mich dieses Buch erreicht hatte, was mir der Oliver Gerschitz zugeschickt hat, Als alles begann, das neue Buch von Rolf-Ulrich Kramer. Erstmal herzlich willkommen in der Sendung. Patrick, hallo. Ich möchte anschließend zu diesem Thema, als alles begann, ist ja etwas, wo wir sagen, okay, wir fangen jetzt mal an, die ganz großen Räder zu drehen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Ausführungen. Wir hatten uns ja schon mal zu einem weiteren Gespräch getroffen gehabt. Da ging es um das Buch, was du vorher geschrieben hast. Du beschäftigst dich sehr viel mit Mindwalking, ist deine Entwicklung. Haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Möchte ich auch jedem Zuschauer vielleicht so als Basismaterial mal empfehlen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu sagen, jetzt gehen wir mal der Frage der Fragen nach. Das ist ja eigentlich, wenn überhaupt, einer der größten Fragen, die wir überhaupt haben. Wie hat alles begonnen? Gab es überhaupt einen Anfang? Es gab einen Anfang, ja. Wie ich dazu kam, danach zu forschen, da kann ich nur sagen, das geschah nicht so. Ich habe nie danach geforscht. Meine Arbeit, Mindwalking, ist ja die der Persönlichkeitsentwicklung. Und da kommen Leute und sagen, es ist nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem ich sein könnte. Ich fühle Begrenzungen. Und dann wollen wir rauskriegen, wie es zu diesen Begrenzungen kommt. Dadurch geraten wir in sogenannte transpersonale Bereiche, also über das gegenwärtige Leben hinaus. Vergangene Leben, angehängte Geschichten, die man von anderen telepathisch erbt. Und sogar telepathische Verbindungen mit irgendwelchen Entitäten, Geistern, Dämonen oder sonst was. Also aus all diesen Impulsen formt sich das Verhalten eines Menschen. Und wenn man diese Impulse entdeckt und wenn man diese Pulse, diese Quellen entschärft, dann ist auf einmal wieder ein freies Verhalten möglich. Und nur darum geht es. Es geht darum, die Zukunft möglich zu machen, nicht in der Vergangenheit zu wühlen. Aber das eine fordert halt das andere. Und immer wieder kommen Menschen in ihrer tiefen Erinnerung auf eine Zeit, als alles begann. Und die haben auch nicht danach geforscht, sondern diese Erinnerungssequenzen dämmern einem, so muss ich das ausdrücken. Und die sind auch nicht schön, sondern oft Schmerz und Leid beladen. Und indem man sich da durcharbeitet, entsteht halt eine Klarheit und dann hat man hinterher eine Story, das und das und das und das und das. Und so lief das und in der Form war ich dabei. Und so ist es bei all diesen Geschichten, ob das jetzt die Atlantis-Katastrophe ist oder ob das der Uranfang dieses physikalischen Universums ist. Immer sind es Erinnerungssequenzen, die nicht nur bei einem auftauchen, sondern dann auch bei dem zweiten, dem dritten, dem vierten, die über Jahrzehnte immer wieder auftauchen. Und irgendwann merkt man halt, da ist ein Gleichklang. Und wenn man so ein bisschen wissenschaftlich orientiert ist wie ich, dann versucht man da ein System dahinter zu sehen, ein Muster versucht zusammenzustellen und so weiter und so weiter. Und daraus entstehen dann Bücher, wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ja das Bemerkenswerte, 30 Jahre Forschung am Menschen oder mit Menschen, würde ich jetzt in dem Fall sagen, in Erinnerungen, in Vorleben. Deswegen habe ich die Frage auch so gestellt, weil es war ja gar nicht dein Ziel, eigentlich auch beim letzten Buch schon gar nicht, Atlantis-Protokolle genau. Zu sagen, mich interessiert die Geschichte von Atlantis, sondern es kommt aus dem Pool der Erfahrungen. Und wenn natürlich immer wieder Menschen unabhängig voneinander ähnliche Erinnerungsfragmente haben, Mentaldateien, glaube ich, nennst du es, dann stellt man schon fest, okay, es gibt hier irgendeinen roten Faden. Und so wie ich dich kenne, ist doch klar, dass du dann diesem roten Faden natürlich auch folgst. Also es gibt in der Erinnerungssequenz des Sitzungspartners vor mir, gibt es einen roten Faden, weil man merkt oder er merkt, das war's noch nicht, ich bin noch nicht durch. Gibt es noch ein weiteres Geschehnis im Zusammenhang mit so und so? Ja? Und er hat ein Thema und man will Geschehnisse finden im Zusammenhang mit dem Thema, um auf das Urgeschehnis zu kommen, wo halt
eine Fähigkeit zerschlagen wurde. Und in diesem Versuch, diesem roten Faden folgen, kommt man dann halt in die Tiefe. Und dann, das Zweite ist sozusagen der Wissenschaftsgeist, der historische Geist, der sich sagt, in all diesen Dingen gibt es einen roten Faden und der wird dann zu einem Buch. Wann ist es dir das erste Mal gedämmert, dass du hier, sag ich mal, einer Spur folgst, die sich durchaus mit Schöpfungsgeschichte, mit den Anfängen, mit den Urgründen sozusagen beschäftigt oder dass hier es Indizien dazu gibt? Naja, das liegt nahe. Insofern du an eine Zeit kommst, wobei man das Wort Zeit jetzt hier mit Vorsicht verwenden muss, als es noch keine Zeit gab. Es gibt eine Leere, einen Urzustand der Leere, von dem halt ich berichte in dem Buch ja von verschiedenen Volkssagen, verschiedenen Kulturen, die von einem Urzustand der Leere sprechen. Und in diesen Urzustand hinein postulierte oder projizierte dann ein göttliches Sein, ein Etwas. Und damit fing es an. Und diese Erinnerungen an eine Leere, und zwar jetzt mit zwei E und vollständige Leere, die traten halt immer wieder auf. Und nun kann man den Leuten schlecht nachsagen, dass sie sich gemütlich was zusammenfantasieren, weil diese Erinnerungen ja immer einhergehen mit sehr starken emotionalen Aufwallungen, teilweise mit körperlichen Schmerzen, obwohl es zu jenen Zeiten ja keine Körper gab. Aber wenn ich sage, ich bin in einer Leere, es gibt nichts, keine Planeten, keine Sterne. Und dann spüre ich da eine Energie, da ist ein anderes Wesen als Quelle und diese Energie trifft mich, dann ist dieses Auftreffen auf meine Energieform, die ich habe, nicht viel anders, als würde ich die jetzt mit der Faust vor die Brust schlagen. Also kriegst du einen Brustschmerz. Selbst wenn damals keine Körper vorhanden waren, wird aber im gegenwärtigen Körper das nacherlebt. Ja. Und deswegen sind diese Erinnerungssequenzen nicht nett, sondern mit viel Schweiß und Schnauferei und Tränen gekoppelt. Und deswegen ernst zu nehmen. Denn das ist nichts, was einer sich ausmalen möchte, denn keiner malt sich gern was aus, was ihm wehtut. Ja. Und außerdem, wenn man dann das, und es geht hier um traumatische Geschehnisse, wenn man dieses Urtrauma bewältigt hat, kann einer mit Leichtigkeit drüber reden und hat einen großen Erkenntnisgewinn gewonnen, hat also was Positives davon mitgenommen. Und dieser ganze Prozess lässt halt vermuten, dass es sich hier nicht um eine gelangweilte Fantasie handelt. Ist es etwas, was dir häufig begegnet, also ein ernsthaftes Urtrauma, wenn du jetzt zusammen in deiner Klientel, ohne jetzt vielleicht zu viel oder schon gar nicht Einzelheiten natürlich einzelner Klienten zu verraten, aber wie ist so die Gewichtung? Betrifft es alle letzten Endes, also sozusagen nach so einem getreuen Motto, je tiefer du guckst oder je mehr bereit derjenige ist und du kommst letzten Endes immer wieder auf einen Urschmerz? Oder ist es etwas, wo du sagst, es kommt gar nicht so häufig vor, wie wir glauben? Mir geht es darum, dass der Zuschauer einen Eindruck gewinnt, weil wir alle sind ja letzten Endes hier zu dieser Zeit, wir alle haben einen Körper, wir alle erleben diese Dinge mit, die uns jeden Tag umgeben. Viele haben sich schon mit spirituellen Konzepten auch mal auseinandergesetzt. Und da wäre es gut aus deiner Sicht, aus deinen 30 Jahren Forschung mal so einen Überblick zu bekommen, wie viele betrifft denn das? Ich höre Menschen seit mittlerweile 40 Jahren zu und ich betreibe in dem Sinn keine Forschung. In der Sitzung bin ich Zuhörer. Die Forschung findet statt dadurch, dass man dann diese ganzen Sitzungsergebnisse zusammenbastelt und um auf deine Frage zu antworten, wie viele kommen auf sowas, da kann ich nur ganz salopp sagen, ich habe noch nie erlebt, dass es die böse Kindheit war und die bösen Eltern, sondern dass es immer ganz andere, wirklich viel dickere, brutale Klöpse sind, wie es die Menschen erleben derzeit in Syrien oder in Afrika oder in
in der Ukraine und so weiter. Ich meine, diese Erlebnisse, wo man buchstäblich zerstückelt wird und dann seinen Körper verlässt und in einem Unbegreifen sieht, dass hier was geschehen ist, was völlig ungerecht ist, womit man nicht gerechnet hat und so weiter, dass man seine Lieben verliert. Und also diese ganze, also man möge bitte sich vor Augen halten, dass wenn einer erschossen wird, dann nicht alles aus ist, sondern der geht dann aus seinem Körper raus und sieht die Szene. Und dann geht er in ein Zwischenleben, wo ein großes Vergessen stattfindet, und dann kommt er in ein nächstes Leben rein und dann kommt ihm das alles wieder, aber nur im Hintergrund, und darauf reagiert er und dann ist er auf einmal ein bisschen angeschrägt. Ja. Wir sagen ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Wenn ich also einen Erwachsenen sehe, der bei einem kalten Ofen, beim kalten Holzofen nervös wird, wenn er den sieht, und ich gehe da drauf ein, dann könnte es sein, dass nicht etwa er als Flieger im Vietnamkrieg abgeschossen worden ist und in seinem eigenen Flieger verschmorte, sondern sein Vater oder Großvater. Und dass diese Geschichte sich in der Familie fortgesetzt hat und bei meinem Sitzungspartner hängen bleibt. Und deswegen ist die Angst vor einem Ofen, weil er könnte heiß sein, gekoppelt an den Horror, in einem Flieger abgeschossen worden zu sein und zu verbrennen. Und es ist nicht mal ihm geschehen, sondern seinem Großvater geschehen im Vietnamkrieg. Damit habe ich eine transpersonale Situation dargestellt. Und die wird in der Sitzung in dem Sinne erforscht, dass man halt zu dem Punkt kommen möchte, wo der Sitzungspartner sich erleichtert fühlt. So. Und in unserer braven mitteleuropäischen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg finde ich keine Geschehnisse, die so schlimm sind bei meiner Kundschaft, dass sie jemanden total verbogen hätten. Diese Geschehnisse mit ihrer Gewalt und Brutalität sind in der Regel viel früher. Hexenverbrennungen, Folter, Inquisition, also wirklich brutale Geschichten. Oder aber noch früher, dass man in galaktische Gesellschaften gerät mit Raumschiffzivilisationen, dass man Kriege sieht, wie sie in Star Wars und anderen Filmen geschildert werden. Oder dass man eben zu Zeiten zurückkommt, wo es noch gar nichts gab. Und wo ein reiner Geist mit einem anderen reinen Geist über minimale Energieformen kommuniziert und die haben schon Krach. Ja, so geht's halt los. Also ist der Urschmerz, den zu finden, ist die Lösung für das anstehende Problem. Da kommt man nicht drum rum. Und dieser Urschmerz ist bei meinen Kunden, die nicht aus Syrien, Afrika oder der Ukraine sind, bei meinen Kunden ist die zu 100% in irgendeiner fernen Vergangenheit. Ich höre zum einen raus, dass vermutlich eben die freudsche Psychologie mit runterreduzieren auf einen Ödipus-Komplex also nicht ausreichend ist, um diverse Sachen psychologisch wirklich ausreichend zu erklären. Und ich höre auch raus, dass es also unbedingt notwendig ist, ein erweitertes Weltbild zu haben. Ich möchte hier nochmal auf die Sendungen, die wir bereits gemacht haben, nochmal hinweisen, weil da haben wir dieses Weltbild zum großen Teil schon mal vorgestellt. Aber es ist vielleicht für den ersten Teil, wo wir in diesem Buch jetzt heute besprechen wollen, schon nochmal sinnvoll, grob das vielleicht nochmal zusammenzufassen für die, die vielleicht neu hier sind bei dieser Sendung und auch bei dem, wie du die Dinge angehst. Ich habe in der ersten Sendung das schon mal klar gesagt, dass für mich Mindwalking, ja, ist natürlich dient es der Lebensverbesserung im Sinne, wir schauen, wo sind Traumata, kann man die lösen, was blockiert uns, welche Blockade hindert uns, ein erfolgreiches, glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Für mich aber hauptsächlich ist Mindwalking etwas ähnlich wie einem Zeitmanagement-Seminar. Ich begreife für mich auf einer anderen Ebene, wie funktioniert der Mensch. Hauptsächlich, wie funktioniert meine Psyche, meine Gedanken, wie funktioniert mein Kopf, und habe hier eine Basistabelle, so würde ich es vielleicht nennen, an der ich mich immer wieder selber überprüfen kann. Da möchte ich hin, hier stehe ich, das ist der Weg. Und natürlich ist mir durchaus klar, es gibt in dieser Welt unfassbar viele Wege, von A nach B zu kommen. Ich halte es aber immer für sinnvoll, letzten Endes ein reproduzierbares Modell zu nutzen, weil, wie gesagt, dann ist das mit dem Rapport einfach einfacher. Und vielleicht kannst du uns das nochmal auf deine Art und Weise kurz erklären, wie du diese Dinge zusammenbaust und wie dein Weltbild eigentlich, auf welche Basis hast du dazu? Ja, also was die Basis deines Weltbildes?
Vorausschicken möchte ich, dass ich nicht nur mit anderen Menschen arbeite, sondern dass ich selbst ja auch Sitzungen erhalte. Außerdem haben wir die Möglichkeit einer Solo-Sitzung. Das heißt, wenn einer von einem Sitzungsleiter eine Sitzung erhalten hat, kann er lernen, wie das geht, setzt sich dann zu Hause hin, macht seine Solo-Sitzungen. Und auf die Weise entsteht eine große Selbsterfahrung. Und die habe ich auch gemacht. Also ich möchte betonen, dass ich hier nicht der Theoretiker bin, der andere Leute diagnostiziert, sondern ich habe das selbst auch erlebt. Und Ausgangspunkt ist immer eine gefühlte Selbstbegrenzung. Es geht nicht um die Vergangenheit. Die Leute, die zu mir kommen, sagen nicht, ich bin neugierig zu wissen, ob ich mal in dem Kloster in Frankreich war, ich so fasziniert von diesem Kloster, als wir da dran vorbeigefahren sind. Ich möchte gern wissen, ob ich im 16. Jahrhundert mal Mönch war. Dann sage ich, gehen Sie bitte woanders hin. Das ist nicht unsere Arbeitsweise. Wir setzen an gefühlter Selbstbegrenztheit, das heißt an der Zukunft. Ich komme nicht dahin, wo ich gefühlt hin sollte oder hin möchte. Was bremst mich? Und auf die Weise entsteht dann dann muss in einem Vorgespräch ein Thema gefunden werden, wie zum Beispiel ich traue mich halt zu nichts. Also egal, immer wenn es drauf ankommt, bin ich feige, ich traue mich halt zu nichts. Das ist das Thema, durchgängiges Lebensthema. Woher kommt das her? Wo ist das Urerlebnis? Übrigens, Freud hatte den Begriff Urszene geprägt. Da hat er gedacht, das wäre was Ödipales, aber der Ausdruck ist gut, deswegen habe ich das als Urerlebnis übernommen. Irgendwo gibt es ein Urerlebnis, dass jemand zu der Auffassung kam, dass er sich nicht trauen darf. Und das finden wir dann. Und das findet in der Art statt, dass ich hier sitze, da sitzt der Sitzungspartner, dazwischen ist ein Tisch, ich mache Notizen, damit ich weiß, wie es lang geht. Und abends, die Sitzung läuft den ganzen Tag von 9 bis 6 mit Pausen. Nicht, weil ich das will, sondern weil der Sitzungspartner das will. Der möchte nämlich das ergründen. Und am zweiten Tag und teilweise auch am dritten Tag. Und dann kommen wir zu dem Urerlebnis. Und dann ist eine Erkenntnis über große karmische Zusammenhänge entstanden und eine Befreiung. Und dann kann das Leben auf einem anderen Niveau weitergeführt werden. Das ist das Grundmuster. Und wie gesagt, kommt man dabei halt in unterschiedliche Tiefen, je nach Sitzungspartner, je nach anstehender Situation und manchmal halt zu den Zeiten, als alles begann. Verirren sich Leute zu dir, die dieses erweiterte Weltbild nicht haben? Also wo du sagst, oh, wir müssen wir ja mal irgendwie erstmal eine Basis schaffen, eine Grundlage schaffen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du da anfängst und sagst, naja, schauen Sie, die Wahrscheinlichkeit aus meiner beruflichen Erfahrung, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir tatsächlich vorgeburtliche Ereignisse hier ins Spiel mitbringen, setzt ja eigentlich ein grundsätzliches Verständnis von diesen Dingen voraus. Wie ist das da bei dir? Also das würde kein Mindfucking-Trainer einem Sitzungspartner sagen, dass das und das vielleicht sein könnte oder dass er, noch schlimmer, dass er vielleicht da und da drunter leiden könnte. Das machen wir nicht. Ich habe mein erstes Buch namens Mindfucking geschrieben, nachdem ich bereits 20 Jahre lang Praxis hatte. Und in diesen 20 Jahren, wir reden jetzt von den 80er, 90er Jahren, da war das noch alles nicht so selbstverständlich mit vergangenen Leben und so weiter. Also es war mir hinter vorgehaltener Hand erzählt. Die meisten Leute hatten da keine Ahnung. Die Leute kamen und sagten, ich habe das Gefühl, ich traue mich zu nichts und das ist meine Ruin, weil ich kann das Maul nicht aufmachen. Und dann haben wir gesagt, wo kommt das her? Und dann entdeckte ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass es tatsächlich vergangene Leben gibt, telepathische Verknüpfungen, angehängte Erinnerungspakete von anderen Leuten. Das waren richtige Entdeckungen. Nur kann ich nicht davon ausgehen, was mit dir los ist, sondern ich kann dir nur helfen, das selbst zu entdecken. Und indem du es entdeckst, kannst du es auch entschärfen. Mein Weltbild sieht so aus, und das ist im ersten Teil dieses Buchs ja ganz breit ausgewalzt. Mein Weltbild sieht so aus, dass man nicht als ein geistiges Wesen an den Körper gebunden ist, dass man nicht mit dem Körper untergeht, wenn dieser untergeht, sondern dass man eine
ein ewiges Sein hat, im christlichen Sinne, also das ewige Sein verwirklicht. Und dass man interagiert mit auf energetischer Ebene, nicht allein auf körperlicher Ebene. Und dieses Wissen, wenn man das oft genug erfahren hat, erlebnismäßig erfahren hat, ist sehr tröstlich, weil man weiß, es geht immer irgendwie weiter. Es gibt kein Ende. Es gibt, also gelebte Spiritualität würde bedeuten, dass man die Dinge, die Missgeschicke der Welt nicht so ernst nimmt, weil man weiß, letztlich leidet man darunter nicht, außer mal im Moment, aber nicht langfristig. Es entsteht eine Gleichmut oder ein Langmut. Es gibt einen schönen Satz, ich weiß nicht, woher der kommt, aber der hat sich mir sehr eingeprägt, der heißt, frei ist, wer sterben kann. Mhm. Das heißt, wenn ich keine Angst vor dem Sterben habe, keine Angst vor dem Tod habe, wenn das nur, sagen wir mal, altes Auto ist hin, kaufe ich mir ein neues Auto, ja. Wenn das nicht mehr ist als das, dann habe ich eine große Freiheit erlangt. Und das ist eigentlich der Sinn der ganzen Mindwalkerei. Und indem ich jetzt in meinen Sitzungen auf einmal in Kontakt komme mit einem anderen Wesen, was entweder mich belästigen will oder mich sogar mundtot machen will oder was meine Hilfe will, all diese Dinge geschehen, indem ich also mein Problem darauf zurückführe, dass der ein Problem hat und ich dem helfe, mit seinem Problem fertig zu werden, damit er weiterziehen kann, befreie ich einen anderen. Und das ist die höhere Ethik bei Mindwalking, indem ich andere befreie, werde ich selbst frei. Indem ich mich befreie, befreie ich automatisch auch andere. Und es geht also nicht um spannende Wildwestgeschichten aus dem linken Teil der Galaxis, sondern es geht um Befreiung und eigentlich Verantwortung und Ethik. Auf der einen Seite reden wir ja heute über ein Buch, wo drin steht, wie alles begann. Also tatsächlich in eine Art Urerlebnis, aber ganz wichtig, die Frage dabei ist auch zu klären, natürlich, wo geht es hin? Ja, das ist sicherlich der Hauptgrund, warum Menschen, diesen Satz höre ich in der letzten Zeit sehr häufig oder sage ihn auch selber sehr häufig, das Leben wird nach vorne gelebt, aber rückwärts verstanden. Mhm. Und hier kann man schon gewisse Themen letzten Endes auch ableiten, wo man erkennt, die Zukunft ist uns selten bewusst und klar, aber wir können sie natürlich gestalten, müssen sie auch gestalten. Welche Dinge uns aber alle auf diesem Weg begegnen, können wir meistens erst in der Rückschau begreifen. Aber wie weit es wirklich zurückgeht, ist ja vielen überhaupt gar kein Begriff. Es bleibt eben halt, das waren meine Eltern, Großeltern vielleicht im besten Fall noch. Aber dass das Ganze noch eine ganz andere Geschichte erzählen könnte und damit vielleicht auch meine Charaktereigenschaften, meine Stärken, Schwächen, all das kann ich aus einer Vergangenheit, wenn ich sie begreife, auch in die Gegenwart holen. Und ich danke dir für den Hinweis. Ich hätte ihn nämlich jetzt selber gebracht. Liebe Zuschauer, keine Sorge. Gerade im ersten Teil wird sehr vollumfänglich ja in diesem Buch beschrieben, dass ich Teil 2 überhaupt begreifen kann, worum es geht. Also du erklärst schon sehr genau, okay, das sind die Begrifflichkeiten, das wird hier verwendet. Du definierst auch die Begriffe für dich nochmal, damit man einfach immer weiß, wo steht man, was bedeutet etwas und damit dieses Bild auch begreifbar wird, damit es plastisch wird letzten Endes. Eigentlich müsste das Buch heißen, wie alles ständig beginnt. Denn die Prinzipien, also der erste Teil dieses Buches geht um die Prinzipien des Lebens, wie Leben entsteht und wie Materie entsteht. Aber das ist ja nicht nur mal gewesen, das machen wir auch jetzt dauernd. Die Erschaffung unseres Alltags und unserer Zukunft läuft nach denselben Prinzipien ab, wie die Erschaffung dieses Universums in ferner Vergangenheit. Insofern ist jeder dauernd in einem Beginn und dessen Ausgestaltung begriffen. Wir erschaffen gedanklich oder physisch Raum und Zeit, indem wir Energie verwenden. Wenn ich mir ein Vorstellungsbild mache, dann kostet mich das eine gewisse Kraft. Und dieses Vorstellungsbild existiert für eine bestimmte Zeit und ist entweder ganz klein oder richtig groß. Ja, also haben wir im mentalen Bereich das Erschaffen von Materie, Energie, Zeit und Raum. Und
oder mit unserer Energie erschaffen wir ein Bild, was in Zeit und Raum existiert. Und wenn ich jetzt entsprechend begabt wäre, oder Leute, die entsprechend begabt sind, muss ich sagen, können diese mentalen Energiebilder so kraftvoll machen, dass andere sie sehen können. Und darauf beruht Telepathie. Und das machen wir ständig. Allein, wenn wir zwar jetzt miteinander reden, die Sprache, die wir verwenden, diese Wörter und diese Schwingungen wären völlig sinnlos, wenn nicht außerdem noch eine geistige Komponente mitschwingen würde. Und die funktioniert auch auf beliebig große Entfernung von hier nach Australien oder von hier zum Mars. Diese Impulse sind nicht an physikalischen Zeit und Raum gebunden. Also schaffen wir Bilder, die ein anderer sehen kann. Und wenn man gut aufeinander eingestimmt ist, dann sagt man, sag mal, wieso denkst du eigentlich dauernd an Tomaten? Ja? Ja, sagst du dann, ich darf das nicht vergessen, ich muss unbedingt, bevor der Supermarkt zu ist, muss ich noch Tomaten. Also denkst du an Tomaten, ich merke das. Also schaffst du eine Energieform, die ich mitkriege. Und wenn du jetzt wirklich ein Profi wärst, dann wäre diese Energieform physisch vorhanden und könnte geschnitten und gegessen werden. Und davon gibt es ja Anekdoten, angefangen mit Jesus Christus, und weitergeführt mit Sai Baba, der ja leider in Verruf geriet, aber der nach den Studien, die es über ihn gibt, tatsächlich die Fähigkeit hatte, aus leerer Luft etwas zu erschaffen und auch wieder aufzulösen. Insofern ist das, was unsere Uranfänger kennzeichnet, eine Fähigkeit, die nicht auf jene Urzeit beschränkt ist und die wir immer noch haben, wenn auch leider in verkümmerter Weise. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt so als Demonstration dir hier so einen Hasen aus dem Zylinder, also erstmal einen Zylinder hinbasteln könnte und dann noch einen Hasen rausziehen würde, ja. Das wäre natürlich super cool. Wenn wir das Interview in ein paar Jahren wiederholen, dann bin ich vielleicht. Gelingt es ja vielleicht. Ja, ja. Ich meine, wir kennen diese Phänomene ja zum Beispiel von Menschen, die sehr viel Zeit miteinander verbringen. Also nehmen wir mal ein paar, ja. Mhm. Wo man schon den Eindruck haben könnte, die können Gedanken lesen, weil der eine fängt einen Satz an und der andere beendet ihn quasi. Zum Beispiel. Aber das Prinzip dahinter ist eigentlich das, dass sie sich gemeinschaftlich in einem Feld bewegen. Aus diesem Feld, sie beide gleichzeitig Informationen, könnte man sagen, abgreifen. Und daher weiß man ungefähr, was will der andere, worauf wird er hinaus. Man versteht sich blind, könnte man sagen. Ja, häufig zu sehen in Verkehrssituationen. Das mit dem Feld ist ein schöner Ausdruck. Der Fahrer vor dir konzentriert sich auf den umgebenden Verkehr und will überholen. Wir sind auf der rechten Spur von der Autobahn und will überholen. Und in dem Moment schafft er ja durch seine verstärkt gegebene Aufmerksamkeit ein mental-energetisches Feld. Jetzt willst du auch überholen. Wir sind vielleicht nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße, ja. Jetzt willst du auch überholen und jetzt klingst du dich auf den ein und spürst, der will überholen und dann setzt er den Blinker und fährt raus und du denkst, puh, gut, dass ich nicht an dem vorbei bin. Das heißt, du spürtest dessen Absicht zu überholen und hast dich zurückgehalten. Und auf die Weise werden unheimlich viele Unfälle vermieden. Passiert ständig. Also das Wort Feld ist hier der Schlüssel, indem ich etwas anpeile, indem ich das mit meiner Aufmerksamkeit umhülle, kann ein anderer mitkriegen, dass ich das gerade tue. Und auf die Weise entsteht um die Ecke unter Umständen eine telepathische Verknüpfung. Also man kann das mit Kristallen machen oder man kann das mit Symbolen machen. Man kann sich auf etwas einstimmen, meditativ und der andere auch, von mir aus nach der Uhr. Und dann kann man auf die Weise, das geht alles. Ja. Zurück zu meinem Anfangssatz. Wir erschaffen es ständig selbst jetzt. Es war nicht nur damals so. Und aus dieser Kunst oder Fähigkeit der Lebensgestaltung entsteht Glück und Frieden und Erfolg. Oder wenn es nicht klappt, Unglück und Unfrieden und Misserfolg. Und dann fragt man sich, was mit mir los, dass nichts klappt. Und dann geht man zu einer Mindwalking-Sitzung. Ja, das kennt man ja. Ne? Der eine ist ein Glückspilz, dem fällt irgendwie alles zu. Der andere muss schwer für diese gleichen Dinge arbeiten. Und man könnte dann
schnell dazu sagen, ja, du bist nicht geeignet, deine Fähigkeiten nicht oder dein Charakter passt nicht oder was auch immer. Dabei kann es aber einfach sein, natürlich haben wir alle eine andere Geschichte erlebt oder alle einen anderen Drehplan sozusagen, könnte man vielleicht auch sagen. Aber es schadet nicht, sich mal Gedanken zu machen. Du hast viele Dinge gerade angesprochen. Den Zufall, die Intuition, die Emotion dazu. Das ist auch der Hinweis, den ich gerne dem Zuschauer geben möchte, indem ich ganz kurz mal ein paar Begrifflichkeiten aus dem ersten Teil hier lese. Es geht um Ursprung, Berufung, Bewusstsein, Wahrnehmung. Ganz wichtiges Thema, Intuition, das Spiel, Beziehung, Ethik, Gelassenheit, Erinnerungen, der Wahnsinn, die Emotionen und auch Seele und Leib. Das sind alles Konzepte letzten Endes. Und wichtig ist bei mir oder für mich in diesem Teil, das nochmal klar zu machen, du gibst in diesem ersten Teil ja auch einen klaren Zusammenhang. Wie stehen diese Begrifflichkeiten miteinander in Verbindung? Und daraus ergibt sich eben ein übergeordnetes Weltbild, könnte Leib, man sagen. Leib, Seele, Geist, psychosomatischer, psychophysischer Zusammenhang und so weiter. Ja, das ist ja alles sehr praktisch. Also wir theoretisieren uns ja nicht in die Wolkenkuckucksheim rein, sondern wir überlegen, wie funktioniert dieses Zusammenspiel von Leib, Seele, Geist und Welt? Und nach welchen Gesetzmäßigkeiten geht es? Und wie kann man da fördernd und helfend eingreifen? Insofern ist das eine ganz praktische Wissenschaft, die in diesem ersten Teil niedergelegt ist. Wobei ich ganz klar sagen möchte, das ist nicht mein Werk allein, sondern da haben viele Mindwalking-Trainer, viele Sitzungsleiter in vielen Diskussionen über 25 Jahre dazu beigetragen. Das ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Ja, absolut. Mir war wichtig, weil wenn man jetzt nur den Titel nimmt, als alles begann, könnte man den Eindruck gewinnen, aha, es geht nur um die Vergangenheit, es ist ein Thema, wie entsteht alles. Und dabei übersieht man aber ganz schnell, und ich möchte dem Zuschauer eigentlich auch die Angst nehmen, falls sie da ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es geht eben nicht nur um die Vergangenheit, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Natürlich, alles, was wir jetzt erschaffen, betrifft ja auch schon wieder die Zukunft. Und es ist gut, wenn wir bewusst mit diesen Dingen umgehen. Also ja, es wird dir hier ein Ratgeber zur Seite gestellt, 30 Jahre Erfahrung, 25 Jahre, sagtest du gerade, von vielen Trainern zusammen. Wie könnte ein Modell, ein Weltbild ausschauen, in dem genau diese Dinge erklärt werden können, wie Zufall, Intuition, wir bekommen plötzlich eine Eingebung, geh mal lieber den Weg anstatt den. Und siehe da, Krankheit, Gesundheit. Genau, ja, Traumata und so weiter. Es hängt letzten Endes, und da kommen wir vielleicht genau zu diesem Punkt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Vielen wird das schon bewusst sein, dass es so ist, aber sie wissen eben nicht, wie es zusammenhängt. Und insofern finde ich das wieder sehr gut, dass es hier wieder einen Ratgeber und eben ne, keine 1000 Seiten gibt, der ein Weltbild zeigt, der verständlich macht, ergänzt, was vielleicht noch nicht vorhanden ist. Und damit werden ja Zusammenhänge klar. Und am Ende geht es ja, das wirst du bestätigen, wahrscheinlich genau darum, Zusammenhänge zu bringen. Nämlich zu dem, was habe ich als Trauma oder was funktioniert gerade bei mir nicht, warum könnte es nicht funktionieren, woran liegt es, die Ursachen zu klären. Und aufgrund der Klärung der Ursache kommen wir aus dem Thema der Verdrängung raus. Wir sind dann im Wahrnehmen. Wir sind genau das Ding annehmen. Wir hören ja oft in der spirituellen Szene, du musst den Schmerz annehmen und umarmen oder ne, solche ähnlichen Konzepte gibt es ja sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber durchaus würde ich das sehen, ja, das kann bis zu einem gewissen Punkt sehr wichtig sein, mal genauer hinzuschauen. Das ist ja die Einladung, schau mal hier hin, hier könnte es eine Ursache geben für etwas. Es geht nur mit Annehmen, weil automatisch verdrängt man. Man möchte nicht wieder in die Sache rein, die damals geschmerzt hat. Also muss ich diesen Verdrängungsschieber so langsam öffnen und das scheibchenweise reinlassen und verdauen und das nächste Scheibchen. Das heißt, ich nehme den Schmerz an. Ja, das Fiese an dem Satz, du musst den Schmerz annehmen oder du musst loslassen, ist, man weiß ja gar nicht, wo der Schmerz sitzt. Und man weiß gar nicht, was man da loslassen soll, weil es sitzt hinter so einer Mauer von Verdrängung, dass man eigentlich hilflos dabei ist. Ich sitze auf was du vorher gesagt hast, vor der Sache mit dem Schmerz, da wollte ich drauf einhaken. Weißt du noch, was du vorher gesagt hast?
Ich habe versucht, ein Bild zu geben, wie die Dinge erklärbar werden. Also, genau. Viele Menschen, ich kriege von Lesern Rückmeldungen, dass sie durch das Lesen meiner Bücher eine Klarheit gefunden hätten zu Sachen, die sie eh schon wussten. Das heißt, die Zuordnung von Erlebnissen zu Begriffen ist ganz, ganz wichtig, weil manchmal, wenn man schlampig umgeht mit Begriffen, dann heißt ein Begriff alles und dann kann man nicht mehr damit arbeiten, erklärend. Aber in dem Moment, wo man sagt, okay, wenn wir sagen Geist, meinen wir das, wenn wir sagen Seele, meinen wir das, wenn wir sagen Leib, meinen wir das und so weiter und so weiter. Wenn man das auf den Punkt bringt, dann kann man auf einmal erklärend arbeiten und dann entstehen Erkenntnisse. Geht also auch ohne Sitzungen. Es geht auch über die, nennen wir es mal, Innenschau. Das ist ja die wahre Qualität letzten Endes auch, was Mindwalking angeht. Eben eine klare Bezugspunkt zu schaffen zu einem Begriff. Ich könnte jetzt sagen, was ist Energie? Da können wir 20 Leute fragen und kriegen wahrscheinlich 25 Antworten, weil jeder was anderes darunter versteht. Und dann wird es natürlich schwierig, irgendwelche Modelle zu bedienen, die alle irgendwie was mit Energie zu tun haben. Aber welche meinen wir? Ja, meinen wir Elektrizität? Meinen wir psychoenergetische Energie? Ja, transzendente Energie? Und wir könnten jetzt wahrscheinlich auf die Suche gehen und können 100 Begriffe finden, die aber alle gar nicht genau begreiflich machen, worum geht es denn letzten Endes eigentlich? Es geht ja um Beziehungen miteinander. Das heißt, was macht die Energie? Und da sind wir wieder dabei, und deswegen der Titel wunderbar, damit beginnt ja letzten Endes auch alles. Also es geht in dem Buch nicht nur um die Geschichte, wie alles begann, sondern wie auch alles mit mir zu tun hat. Wie beginnt es? Wie beginnt ein neues Leben? Wie wir dazu beigetragen haben, dass es beginnt, wobei nicht alle dabei waren, muss ich dazu sagen. Du fragtest mich nach meinem Weltbild. Also eine besondere Einsicht, die mich persönlich total umgeworfen hat, war, dass nicht alle Wesen gleich lang unterwegs sind. Ich bin ja so aufgewachsen in den frühen Jahren der spirituellen Erkundung oder der esoterischen Erkundung, weil das in den indischen Schriften so drinsteht, dass also jeder Tausende und Abertausende von vergangenen Leben hat. Und dann saß ich auf einmal Menschen gegenüber, bei denen sich diese ganze Innenspannung nur dadurch löste, dass sie sich zugestanden, dass sie noch nie ein vergangenes Leben hatten, dass sie zum ersten Mal auf dieser Erde sind und dass sie auch davor keine feinstofflichen Existenzen hatten, sondern aus dem großen Allsein direkt sozusagen herabtropften, um auf dieser Erde einen Job zu machen. Und die auf Indisch heißt das Avatar, also einer, der direkt aus der Quelle sich realisiert. Es gibt also einen Haufen Avatare, die aber blind gemacht worden sind durch diese Herabkunft. Und diese Blindheit kann man rehabilitieren. Wenn wir also sagen, als alles begann, beruht auf Erinnerungen, dann heißt das nicht, dass sich jeder daran erinnern könnte, wie er dabei war, weil es waren eben nicht alle dabei. Aber über die transpersonale Kiste, also mein Großvater im Flieger und ich habe die Bilder und so weiter, ja, also dass ich das fortsetze, über diese transpersonale Kiste können Leute Einblicke in diese Urzeiten gewinnen, indem sie sich auf entsprechende mentale, energetische Felder einstimmen, obwohl sie selber nicht dabei waren. Das geht schon. Mir kommt da gerade in den Sinn, das ist ja häufig so, also ich habe zumindest, ich glaube, das ist 10, 15 Jahre her, habe ich mich auch mal mit der Meditation im Sinne der Transmeditation beschäftigt, also in Vorleben reinschauen und solche Sachen. Der Coach damals hat was ganz Interessantes gesagt und das hat ihn für mich glaubwürdig gemacht, weil er hat gesagt, seid nicht überrascht, ja, weil die allermeisten sind eben keine Könige, Popstars oder Riesenpersönlichkeiten in der Vergangenheit gewesen. Es kann auch sein, dass sie einfach, sage ich mal, Fliesenleger oder so einfache Menschen, ja, ohne das jetzt abwerten zu wollen oder hier eine Wertung in diese Berufskategorie legen zu wollen. Aber wir alle haben immer so ein bisschen die Vorstellung, oh, wenn ich Vorleben hatte, dann muss es was Großes gewesen sein. Mindestens Napoleon. Mindestens Napoleon, ja. Und dem ist eben nicht so. Und das ist natürlich erstmal ernüchternd.
ja, sehr ernüchternd. Aber es ist halt auch wichtig, genau das für sich zu erkennen und eben kein verzerrtes Bild letzten Endes dann zu projizieren. Vielleicht können wir eine Erklärung reinschieben, wie das kommt, dass so viele Menschen glauben, sie seien Napoleon. Oder ich habe gehofft, dass du genau darauf ansprichst jetzt. Okay, so viel zum Thema Telepathie. Wenn du in dem Napoleon einen Heilsbringer siehst, einen nationalen Erwecker, und das haben ja viele Menschen zu seiner Zeit, und wenn du jetzt mit ihm in den Krieg ziehst und für ihn stirbst und diesen Glauben an die Richtigkeit der Sache nicht verlierst, haben wir genauso mit den Soldaten im Zweiten Weltkrieg und Hitler und so weiter. Oder egal, wo man hinguckt. Es spielt keine Rolle, welche Qualität dieser Führer hatte, welche ethische Qualität, sondern dass einer an ihn glaubte. Und dann kann durch diese Verknüpfung die Idee entstehen, man sei der gewesen. Und dann ist es in einer Sitzung oft recht enttäuschend, wenn man die Bilder, die man da sieht von Napoleon, ich sehe Napoleon auf seinem Pferd, wir gehen in den Krieg und aufregend. Und dann sieht man langsam, dass man das aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, dass man eigentlich kalte Füße hat und nichts wie Lumpen am Körper und kurz dabei ist zum Verrecken. Und dann sieht man, ich war eigentlich ein Soldat, der gerade am Krepieren ist und ich sehe den Napoleon da wegreiten. Und dieses halten wollen, ja, das führt zu der Identifikation mit dem Napoleon-Bild oder irgendeinem anderen großen Führer. Du sprichst ein wichtiges Thema an. Die Identifikation ist also letzten Endes das Entscheidende. Richtig. Übrigens glaube ich auch, gerade in der Auflösung von Traumata ist das entscheidender Punkt vermutlich. Ja. Ja, mit was identifizierst du dich denn? Und dann nicht mehr. Und dann später, genau. Das ist ja das, was das Trauma hält. Ne? Ja. Das Auflösen der Identifikation, sei es mit dem Ich, ja, oder mit dem Ego oder mit meinem Auto. Oder also auf, ganz oberflächlich jetzt natürlich gesprochen. Na, in dem Moment, wo ich sage, das kann mir nicht passiert sein oder das kann ich nicht gewesen sein, in dem Moment identifiziere ich mich mit einem Wunschsein, aber mein Realsein hat den Scheiß gemacht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich dazu durchringe und diese Sache annehme, dann habe ich gewonnen. So funktioniert das. Lass uns doch zum Abschluss dieses ersten Teils des Buches und des ersten Gespräches noch eine Frage in den Raum werfen. Wir hatten im Vorgespräch, sind wir uns da schon ein bisschen einig geworden oder ging es zumindest in diese Richtung. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ganz allgemein wissen wir, dass gerade das, was in der Theorie erzählt wird, oft in der Praxis gar nicht so umsetzbar ist, schwierig wird und so weiter. Okay. Worauf ich hinaus möchte, ist ja eigentlich, dass das Tun, das Handeln letzten Endes die Dinge ja in Bewegung setzt, nicht das Denken oder die reine Vorstellung. Dass das, was ich an esoterischen und spirituellen Konzepten immer vermisse, sie können zwar in der Gedankenwelt und in der Vorstellung etwas projizieren, aber das muss nicht zwingendermaßen eintreten, wenn die Handlung fehlt. Und meine Frage wäre an dich so ein bisschen auch in diese Richtung. Wie würdest du das beurteilen zwischen gelebter Spiritualität, falsch gelebte Spiritualität, gibt es sowas überhaupt? Kann ich ein Leben lang mich in Gedankenmodellen befinden? Nützt es, wenn ich sozusagen nur rein die Theorie verstehe? Was sind für dich wichtige Momente aus 30 Jahre, 40 Jahre Erfahrung, wo du sagst, wenn Menschen das umsetzen, also ins Handeln kommen, vielleicht mit 2, 3 Beispielen, wenn du sie parat hast, dass wir den Zuschauer am Ende dieses Gespräches so einen Hinweis geben, natürlich unabhängig davon, das Buch zu kaufen, sondern einfach aus deiner Erfahrung heraus, wo ist jeder gut beraten, mal anzufangen? Schwer zu sagen, Patrick. Ich kann nur sagen, dass manche mir gesagt haben, die einige harte Phasen des Lebens hinter sich gebracht haben, die sagten, wenn ich diese Konzepte nicht gehabt hätte, die mir durch die Sitzungen als Erkenntnisse kamen, dann wäre ich vom Dach gesprungen. Dann hätte ich das nicht geschafft. Das heißt, der Lebensmut, der daraus entsteht, der wurde mir von einigen quittiert. Und das gilt auch für mich selber. Die Kraft durchzuhalten, die Kraft weiterzumachen, die steigt in dem Maße, wie man
sich im Hier und Jetzt mit den Dingen auseinandersetzt, statt durch die Dinge des Hier und Jetzt an eine Vergangenheit erinnert wird, wo einem die Ziegelmauer zusammenschlug. Ja? Und wenn ich sowas habe, dann kann ich in meinem Garten kein Mäuerchen bauen, weil wenn ich einen Ziegelstein sehe, dann... Ja? Also in dem Moment, wo ich im Hier und Jetzt sein kann, im Sinne von, das ist die Lampe, das ist die Kamera, das ist die Steckdose und das ist jetzt so und ist nicht anders als das, was jetzt ist, kann ich agieren. Und damit sind wir bei derselben Lehre, wie jeder Meditationslehrer es auch sagen würde, Zen-Buddhismus insbesondere. Die Wahrnehmung dessen, was jetzt ist und das Wissen darum, dass mich das nicht fertig machen kann, sondern dass ich nicht weniger stark bin als der andere. Und das ist vielleicht ein ganz besonderer Nachsatz, den ich hier noch nachschieben möchte. Wir glauben, oder in der Esoterik wird oft geglaubt, beim Channeling wird oft geglaubt, dass alles, was von oben kommt, automatisch gut, besser und machtvoll ist und außerdem heilig. Und was ich durch Mindwalking gelernt habe, durch meine eigenen Sitzungen und Auseinandersetzungen damit, ist, die da draußen sind auch nicht besser als wir hier. Und nur weil der da draußen ist ohne Körper und ich hier mit Körper, heißt es nicht, dass das der große Tampano wäre und ich nicht. Ich kann also mit Körper genauso als Wesen genauso groß sein wie jener da draußen ohne Körper. Von Wesen zu Wesen sind wir auf Augenhöhe. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man keine Angst mehr. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Im Hier und Jetzt mit den Dingen auseinandergehen, ohne dass sie einen an was Übles erinnern und vor den Begegnungen, die man hat, keine Angst mehr zu haben, weil wir sind alle letztlich gleich. Bingo, würde ich dazu sagen. Es trifft ja den absoluten Kern. Ne? Nicht jeder Engel ist letzten Endes was Gutes, nicht jeder Dämon muss was Schlimmes sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Identifizierung, ja, und Konzepten. Ja. Nicht nur, weil ein Konzept schön, ne? Alles, was von oben kommt, muss super sein. Naja, muss eben nicht so sein, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat. Was ich hier aber raushöre, ist, das ist sicherlich zum Abschluss das ist der wichtigere Punkt. Erstens, es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu tun. Man kann an diesen Dingen arbeiten, könnte man sagen, sie auflösen, hingucken. Und es gibt auch eine gewisse Hoffnung letzten Endes, dass all das, was uns passiert, auch aus einem gewissen Grund passiert. Und dann möchte ich hier vielleicht Einstein zitieren, glaube ich, der mal gesagt hat, man kann ein Problem selten auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Es schadet nicht, eine Etage höher zu gucken, könnte man jetzt sagen. Oder breiter, tiefer. Das ist jetzt natürlich eine ganz Definitionssache. Aber einfach tritt mal raus aus genau diesem Schein und schau mal, was noch drumherum ist. Möglicherweise liegt die Lösung eigentlich schon gleich neben dem Tellerrand. Ja, ja. Okay. Würdest du sicherlich aus deiner Erfahrung ähnlich so sehen, oder? Gibt es Menschen Hoffnung? Es gibt Menschen Trost und Hoffnung. Es nimmt Angst. Es gibt ein Gefühl der Freiheit. Die Lösung, die neben dem Tellerrand liegt, die ist bereits eine Ausübung von Rationalität, die man hoffentlich gewonnen hat, dadurch, dass man die Irrationalität weggeräumt hat. Der Erinnerungsvorgang selbst ist langwierig und schmerzhaft. Da liegt nichts neben dem Tellerrand. Aber wenn man es hinter sich hat, dann findet man Lösungen, die neben dem Tellerrand liegen. Das ja. Und das ist ja die Einladung letzten Endes. Sei es jetzt nun bei dem Buch, beim Mindwalking. Letzten Endes ist ja die Basisaufgabe eigentlich beim Thema Mindwalking. Genau da hinzuschauen, da wo es zwickt, nochmal genauer zu gucken. Weil oft liegt da ja auch die Lösung, das wissen wir ja, ne? Es darf nicht zwicken. Wenn es zwickt, stößt was zu einem vor und das gehört untersucht. Darauf wollte ich aber hinaus. Genau das ist es ja. Das ist das Zeichen für uns, hinblicken, aufmerksam zu sein. Mhm. Genau. Ich danke dir erstmal für soweit zum ersten Teil von diesem Buch. Wir treffen uns ja gleich sozusagen im Anschluss zu dem zweiten Teil. Freue mich da auch sehr. Möchtest du noch, wo du sagst, da fehlt für mich noch was. Ist etwas, wo ich sage, ja, würde ich gerne in diese Sendung noch mit reinhaben wollen. Ist noch ein Basisthema da, wo man sagt, das sollte man noch mal mit ansprechen? Nein,
höchstens als Umrahmung nochmal. Es handelt sich hier nicht um eine abstrakte Philosophie, sondern um eine Darstellung des gelebten Lebens in diesem Buch und um ein Lebenskonzept. Und damit kann man agieren und mit anderen interagieren und kann was besser machen. Es ist also von daher nicht ein verstiegenes oder verträumtes Philosophieunterfangen, sondern es hat Anwendbarkeit, wie alles bei Mindwalking. Aber das möchte ich nochmal unterstreichen. Der Titel, Als alles begann, ist so ein bisschen aufs Historische aus. Mindwalking, Erkenntnisse zur Entstehung von Leben und Welten. Das ist der praktische Teil, weil das tun wir ja dauernd. Wir erhalten unsere Gesundheit oder nicht. Ja, wir erhalten unsere Welt oder nicht. Das steckt in diesem ersten Teil auf jeden Fall drin. Es ist überhaupt nichts Abstraktes. Wenn man es einmal verstanden hat, entdeckt man sehr, sehr schnell, wie planmäßig reproduzierbar das ist. Und ich gehe auch davon aus, in anderen Inkarnationen oder in 50 oder 100 Jahren, vielleicht auch viel schneller, ist das essentielles Basiswissen letzten Endes, was an Schulen gelernt wird. Und das hat jetzt nicht nur was mit Mindwalking zu tun, sondern auch du hast natürlich hier Konzepte drin, die allgemeingültig ja auch schon in vielen Religionen oder Glaubensrichtungen oder Schöpfermythen schon enthalten sind. Schlussendlich ist die Wahrheit irgendwo da draußen, keine Frage. Wie sie sich dann. Und man kann sie finden. Genau. Ja, darum geht es ja. Ja. Ja, darum, wenn mich einer fragt, was ist der Sinn des Lebens, ja, dann würde ich jetzt nicht sagen, Gott, es ist die Wahrheit zu finden, aber ich würde schon sagen, etwas Wahrhaftiges zu tun, etwas Wahrhaftiges zu leben, etwas Wahrhaftiges zu erschaffen. Das wären für mich Dinge, die wichtig wären, wenn mich einer fragt, wie gehst du mit dem Thema Sinn des Lebens um? Ja. Leben an sich ist schon mal ein Sinn. Der Sinn des Lebens ist, die Wahrheit zu finden, die dem Leben Sinn macht. Genau. Ja. Damit hätten wir doch einen wunderbaren runden Abschluss gefunden. Mhm. Ich bedanke mich nochmal für deine Ausführung. Vielen Dank für deine Zeit, auch dass du hier bei uns wieder zu Gast warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg auch mit dem Buch. Danke, Patrick. Liebe Zuschauer, das soll es bis zu diesem Punkt gewesen sein. Teil 1. Ich kann es, wie gesagt, grundsätzlich jedem empfehlen. Es ist nicht nur ein Ratgeber. Wie gesagt, es geht hier auch nicht nur um abstrakte Sachen, sondern es ist Basiswissen. Aus welcher Richtung es auch immer kommen möge, das spielt in erster Rolle, glaube ich, nicht wirklich so den großen Soßenbinder, wie man so schön sagt. Es ist etwas, womit du was Praktisches an die Hand bekommst, womit du eine Möglichkeit bekommst, dich selber kennenzulernen, die Welt da draußen kennenzulernen und vielleicht noch viel, viel mehr, als du glaubst, dass es sogar gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei viel gute Erfahrung. Lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.